Einen wunderschönen Nachmittag aus dem Studio der WEKA Industriemedien und herzlich willkommen zu unserem Webinar in Zusammenarbeit mit dem Innovationsdienstleister Zülke und Microsoft. Mein Name ist Cornelia Groß, ich bin Chefredakteurin des Magazins Factory und ich führe Sie als Moderatorin durch die nächsten 90 Minuten. So, Ihre Produktionsdaten können womöglich mehr als Sie denken. Die große Frage ist jetzt, wie kann man die Daten greifbar machen und was genau bringt Ihnen das? Transparente Prozesse können dazu beitragen, die Qualität, Verfügbarkeit und Leistung zu erhöhen. Und der Schlüssel dazu ist eben das Sammeln und Auswerten von Produktionsdaten. Doch wo anfangen? Dazu liefert Ihnen dieses Webinar einige Impulse. Kurz zum Fahrplan. In den ersten 20 Minuten hören wir zwei Keynotes über die aktuellen Problemlagen. Anschließend diskutieren wir in einer Fünferrunde über die Umsetzung von Datenprojekten in der Praxis. Wenn Sie, liebe ZuschauerInnen, mitdiskutieren wollen, empfehle ich Ihnen den Q&A-Button am unteren Bildschirmrand. Ich werde Ihre Fragen in die anschließende Diskussion einbringen. Nun zu meinen Gästen. Florian Pauker ist Projektmanager für Digitalisierung in Operations bei der Firma EFA. Als solcher begleitet und entwickelt er neue Digitalisierungslösungen im Bereich der Produktion. Zusätzlich leitet er das Lean Management Programm bei EFA. Michael Kempinger-Kreil, heute aus Linz zugeschaltet, arbeitet bei der Voestalpine Steel Division als IT-Architekt. In seiner Verantwortung liegt die strategische Weiterentwicklung von Business Intelligence im Bereich Datenarchitekturen, Data Governance und Data Management. Andreas Pfleger ist Industrial Innovation Manager beim Innovationsdienstleister Zülke. Er hat schon zahlreiche CTOs, Produktmanager und F&E-Leiter aus dem Maschinen- und Anlagenbau bei Digitalisierungsprojekten unterstützt. Alexandra Moser leitet bei Microsoft Österreich das Kundensegment Klein- und Mittelbetriebe. Sie unterstützt Unternehmen beim Schritt in die digitale Zukunft. In ihrer Keynote gemeinsam mit Andreas Pfleger wird sie nun auf die großen Versprechen von Daten eingehen. Bitte, Frau Moser und Herr Pfleger. Ja, vielen Dank, Cornelia. Als erstes möchte ich mal anfangen mit so ein bisschen einer Standortanalyse. Wo steht Österreich in Bezug auf die Datennutzung und wie geht es der österreichischen Industrie? In Bezug auf die Datennutzung bietet sich an, dass man den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft verwendet. Das ist ein Index, den die EU ins Leben gerufen hat. Und der zeigt einfach, wo die europäischen Mitgliedstaaten im Vergleich zu dem Thema stehen. Von den 27 Mitgliedstaaten ist auf diesem Index Österreich an 10. Stelle. Da kann man sagen, gut, da sind wir in der ersten Hälfte, das ist schon mal toll. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer einsteigt und sich das Thema digitale Nutzung der Unternehmen ansieht, und die Fragen anschaut zum Thema Datennutzung, dann merkt man, da ist Österreich nicht gut unterwegs. Da sind wir weit unter dem Durchschnitt. Nur 9% der Unternehmen geben an, dass sie Big Data nutzen. Das heißt, da haben wir schon mal ein riesiges Potenzial. Da können wir gemeinsam was machen. Und wir hoffen, dass wir heute ein bisschen einen Anreiz bieten, dass mehr Unternehmen in diese Richtung gehen. Das hilft sicher dem Standort Österreich. Das zweite Thema, das wir uns angeschaut haben, ist, wo steht die Industrie in Österreich? Und da ist die metalltechnische Industrie mit ihren Konjunkturnews sicher mal eine ganz federführende. Wenn man sich da die Daten vom September ansieht, dann merkt man, dass das reale Wachstum auf 5% eingeschätzt wird. Leider sagen die Unternehmen zum großen Teil, dass sie einen Nachfragerückgang im Herbst erwarten und 60% der Unternehmen sagen, der Rückgang ist jetzt schon vorhanden. Die Verfügbarkeiten haben sich ein bisschen verbessert, was aber nach wie vor noch ein ganz, ganz großes Thema ist, ist der Fachkräftemangel und die Preise natürlich. Insgesamt ist natürlich das Energiethema ein ganz großes. Zwei Drittel der Unternehmen verwenden Gas als Energie und zwei Drittel von diesen Unternehmen sagen auch, sie können jetzt nicht schnell vom Gas auf andere Möglichkeiten umsteigen. Also das ist auch ein ganz großes Thema, das der Industrie Sorge bereitet.
Und die Preise habe ich schon erwähnt, auch die Preise sind eine Herausforderung. Die sind durchschnittlich immer noch 40% über dem Mittelwert im Vergleich zu Vorkrisenzeiten. Also auch hier ein ganz großes Druckthema. Und all das führt dazu, dass die Unternehmen sagen, 55% nämlich, dass die Gewinne rückläufig sind. Ja, 85% der Unternehmen sagen auch, das wird sich jetzt so schnell nicht ändern. Das wird länger als 6 Monate dauern, diese Situation mit den Preisen. Also der Ausblick auch in die Zukunft ist ein bisschen eine Herausforderung. Jetzt die Frage an dich, Andreas. Wie siehst du das jetzt kurzfristig und längerfristig? Ja, wenn man es ein wenig einteilt in kurzfristig, das heißt, was wir uns nächstes Jahr speziell beschäftigen, dann hast du die Eckpunkte ja auch schon gebracht. Viele reden auch schon von einem toxischen Mix, also genau dieses Rezessionsgespenst, dieser Abschwung der Italien, die großen Industrienationen in Europa, wie Italien, Deutschland schon erfasst hat, Österreich. Wir mussten ja auch am Freitag durch die Wirtschaftsforscher neue Vokabeln lernen. Stagflation ist das erste Mal gefallen. Das heißt, das ist sicher ein Thema für nächstes Jahr. Auch die angespannte, also dieser toxische Mix aus vielen einzelnen Komponenten, die da zusammenkommen, ob das die Lieferkette sind, ob das nach wie vor auch die Covid-Restriktionen in China sind, aber auch Themen der Energiepreise, Ukraine-Krieg, der uns im Schnitt in der Industrie 6,3% des Umsatzes kosten wird. Das heißt, das ist für nächstes Jahr einmal auch genug Themen am Tisch. Wenn man dann ein wenig weiter sieht, also die nächsten 5 Jahre, dann sehen wir sehr stark, es wird auch dieser Konjunkturthema uns auch dann noch begleiten und darüber hinaus begleiten. Der Fachkräftemangel wird auch bleiben und uns mittelfristig Aufgaben geben. Aber auch das Thema, das wir jetzt auch sehr stark spüren, gerade in Kundengesprächen mit Industriekunden speziell, ist das Thema Dekarbonisierung. Das heißt, das so ähnlich wie vor 10 Jahren das Thema Digitalisierung, genau diese Wahrnehmung haben wir jetzt um das Thema Dekarbonisierung in den Wertschöpfungsketten. Wie kann man sich dem Thema auch nähern? Und da ist die Flughöhe noch sehr hoch. Wie kann man die konkretisieren? Das ist sicher auch mittelfristig das Thema, das uns beschäftigen wird. Weiter wird auch das Thema Digitalisierung bleiben, dort auch weiterzutreiben in diesen beiden Bereichen. Einerseits auf der Kundenseite, das heißt neue Geschäftsmodelle, Servicemodelle, neue Dienstleistungen auch zu bringen, um am Markt dementsprechend auch gewinnen zu können. Aber auch natürlich auf der Produktionsseite, wo es darum geht, Verfügbarkeiten, Qualitäten und Liefermengen zu optimieren und weiterzutreiben. Wenn man dann noch weiter, ja, also über die 5 Jahre, da wird es schon sehr schwierig in uns in der derzeitigen Situation, was da kommen wird. Was wir sehen, ist einerseits das Thema Nachhaltigkeit, das massiv auch an Fahrt aufnimmt und das sicher uns auch über die 5 Jahre hinweg beschäftigen wird. Was wir gesehen haben in den letzten 1,5 Jahren, haben wir ja eine große Studie im Industriebereich mit mehr als 100 Interviews bei etablierten Unternehmern in der Industrie gemacht, im Alpenraum, das heißt Deutschland, Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, wie sich die mit Innovation auch umgehen und haben dabei schon bemerkt, dass es da einen Gap gibt, eine Inkrementfalle, wenn man so will. Das heißt, Innovationen sind sehr stark auf das bestehende Produkt ausgerichtet, auf das bestehende Geschäftsmodell und Ausbrüche in etablierten Unternehmen, aus dem ist sehr schwierig. Das heißt, wir können, und da sehen wir auch, was im höchsten Reifegrad des Maschinenbaus in der Automobilindustrie ein Unternehmen wie Tesla für einen Wind erzeugen konnte und kann, dann ist das auch etwas, das die anderen Industriezweige betreffen. Das heißt, eine gewisse Gefahr der Disruption, der man sich auch stellen muss und dementsprechend auch agiert. Ja, last but not least wird das Digitalisierungsthema sich auf die nächste Ebene. Das heißt, was wir sehen, ist diesen perfekten digitalen Zwilling, der auch Richtung Simulation, das heißt, Industrial Metaverse, ein neues Schlagwort, das herumgeistert, die Vision dahinter aber sehr spannend ist, wird uns über die 5 Jahre hinweg auch noch beschäftigen. Die Frage ist, welche dieser Herausforderungen, die Herausforderungen sind mannigfaltig, wie man sieht. Die Frage ist, welche davon kann man auch datengetrieben
ja, entgegnen, beziehungsweise auch als Chance für sich nutzen. Gebe ich zu dir zurück, Alexander. Vielen Dank. Weg von der Glaskugel zu dem, was man jetzt tun kann. Und man muss sagen, jetzt haben wir ein bisschen aufgerissen, die ganzen Herausforderungen. Das Wunderbare ist, man kann ja jetzt schon einen ganzen Haufen machen. Das Erste ist, wir haben mittlerweile genug Werkzeuge, um die Datennutzung technisch zu unterstützen. Da gibt es eigentlich keine Hindernisse mehr. Es gibt immer mehr Angebote, immer einfachere. Wir von Microsoft bieten zum Beispiel auch Standardlösungen an für jemanden, der sagt, ich möchte mal was ausprobieren und gar nicht viel adaptieren, von Machine Learning bis Nachhaltigkeit, KI-Lösungen. Also da gibt es alles technisch, steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege. Das Zweite ist, es gibt für all das auch Cloud-Lösungen. Auch da haben wir ein ganz tolles Angebot. Warum bringe ich das aber? Weil das einfach die Möglichkeit ist, was loszustarten, ohne dass ich vorab riesige Investitionen tätigen muss. Das heißt, ich kann was ausprobieren, ich zahle genau das, was ich brauche und ich muss jetzt nicht zusätzlich große Investitionen tätigen, kann was anfangen, aber auch wieder abdrehen. Das heißt, es ist eine gute Möglichkeit, ohne Risiko zu nehmen, aber gleichzeitig was loszustarten. Das dritte Thema, was ich sehr spannend finde, speziell für den Mittelstand, ist, dass Innovation und Datennutzung mittlerweile für alle möglich ist, also auch für den Mittelstand leistbar und ganz, ganz wichtig umsetzbar. Ich kriege ganz viel Feedback von den Kunden, ja, aber wir haben nicht die Spezialisten, wir haben keine eigene Abteilung in der IT, die sich um das kümmern könnte, wir haben keinen Data Scientist, das brauchen sie alles nicht mehr. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was gemeinsam mit einem Partner zu tun. Zülker ist da einfach ein großartiges Beispiel, mit denen man die ersten Projekte und die ersten Proof of Concepts gemeinsam machen kann. Also holen Sie sich Begleitung und Unterstützung, es gibt genug. Andreas wäre gleich einer, der da helfen kann. Und das vierte Thema ist, es bringt auch was. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das macht man nicht aus Jux und Dollerei. Es muss was rauskommen. Und da haben wir mittlerweile auch schon genug Kunden und Referenzen, die je nachdem, in welche Richtung sie gegangen sind, auch Ergebnisse haben, Kosten einsparen konnten, Standzeiten reduzieren, was für das Thema Nachhaltigkeit machen, Gesamtanlageneffizienz verbessern. Also das ist natürlich das ganz, ganz Wichtige. Es muss was rausschauen und das ist mittlerweile bewiesen, dass wenn man es richtig macht, dass die Möglichkeiten da sind. Ja, das ist wahrscheinlich fast ein bisschen theoretisch, was ich da sage, weil der große Experte bist du, Andreas. Was sagen denn die Kunden so bei all deinen Terminen, die du hast? Wo stehen die in Österreich? Also wenn man, danke Alexander, wenn man es zusammenfasst und ein wenig clustern möchte, dann sehen wir in den Digitalisierungsprojekten, in Digitalisierungsdiskussionen, in den ganzen Datenthemen mit den Industrieunternehmen in Österreich so vier Hauptkategorien, wenn man so will. Der eine Kategorie ist, die nach wie vor sich dem Thema nicht widmen. Es wird immer weniger. Ja? Das heißt, was bedeutet das Thema für mich, die dafür noch gar keine Antwort haben und manchmal auch mit dem Thema konfrontiert werde, wir sind ja eh schon digitalisiert und das abtun. Da hole ich immer meine alte Casio hervor. Die ist 40 Jahre alt, komplett digitalisiert. Der Mehrwert ist enden wollend, außer die Uhrzeit, die sie anzeigt. Und wenn man andererseits eine Smartwatch anschaut, was die mit den Daten aufführt, da gibt es da zwei Geschwindigkeiten. Und das sieht man immer noch, aber die Anzahl der Unternehmen wird immer geringer, die dort hineingehören. Der zweite große Bereich ist, die Digitalisierung in den letzten Jahren sehr stark vorangetrieben haben, die Daten gesammelt haben und jetzt auf einem riesen Berg an Daten sitzen und sich die Frage stellen, und jetzt? Ja, was mache ich damit? Was bedeutet das? Welche Business-Entscheidungen kann ich jetzt wirklich konkret davon ableiten? Und wie nähere ich mich dem Thema jetzt sauber, obwohl die Daten vorhanden sind? Ja, das auch zu starten. Der dritte Bereich ist Unternehmen, die so etwas in Pokitis stecken. Also Proof of Concept, da werden massenhaft oder sehr viele Proof of Concepts gestartet, bleiben aber dann irgendwo auf der Strecke liegen. Da sehen wir, dass es schon schwierig ist, auch wenn man einen Use Case hat, auch wenn man, sagen wir mal, das erste Thema umgesetzt hat, das dann wirklich zu operationalisieren, das heißt, in den laufenden Betrieb hineinzubekommen. Dass der Mitarbeiter oder Mitarbeitende, der wirklich vor der Maschine steht, dann eine Information bekommt, wie er am besten weitermacht. Ja. Und das ist so die dritte und die vierte Kategorie der Unternehmen, ist, die wirklich ihren Weg gefunden haben. Ja, die haben eine Strategie,
Die haben eine Roadmap, die haben sowas Data-Driven Company, wenn man so will, Ansatz gewählt und bewegen sich sehr, sehr stark in diese Richtung mit einem klaren Ziel und einer klaren Strategie. Das sind so die vier großen Bereiche, die wir in den Diskussionen sehen. Ja, doch wie beginnt man konkret? Und dafür haben wir heute auch ein Podium eingeladen, das es noch viel greifbarer und konkreter machen möchte und mit Vertretern aus der Industrie auch weiter zu diskutieren in den nächsten Minuten. Gut, vielen Dank, Frau Moser und Herr Pfleger, für diese einleitenden Worte. Wir gehen jetzt über zur Diskussion und ich würde sagen, in Linz beginnt's, ganz klassisch, und gehen gleich zu Herrn Kempinger-Kreil. Würden Sie ein bisschen auf Ihr Unternehmen eingehen, es kurz vorstellen und uns sagen, wie weit Sie die aktuellen Herausforderungen, die gerade angesprochen worden sind, auch zu spüren kriegen in Linz? Ja, danke schön für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, mein Name ist Michael Kempinger-Kreil, arbeite in der Voestalpine Steel Division, bin dort im strategischen Informationsmanagement angesiedelt. Die Steel Division hat ihren Großteil der Produktion wirklich direkt in Linz vor Ort, sind auch derzeit die größte Division im Voestalpine Konzern. Sehr großer Schwerpunkt liegt bei uns bei den Automobilisten, die wir dort beliefern und unterstützen. Und spüren natürlich die Herausforderungen, die der Herr Pfleger jetzt angesprochen hat, ganz stark. Ja, natürlich einerseits die Karbonisierung. Unsere Kunden möchten natürlich auch immer mehr wissen, wie das dort aussieht mit der Dekarbonisierung, was wir uns überlegen, wohin wir uns entwickeln. Natürlich auch das ganze Thema der grundsätzlichen Krisen, die uns seit 2, 3 Jahren beschäftigen, müssen natürlich auch über Daten immer stärker abgefangen werden. Hier natürlich verstärkt auch kurzfristige Vorhersagen zu machen und natürlich auch das ganze Thema, wie man sich grundsätzlich mit der Datenhaltung in der Zukunft beschäftigen möchte. Es werden immer mehr Daten, die wir sammeln, ja, grundsätzlich egal was man tut, es fallen Daten an und diese sollen natürlich auch entsprechend für den Konzern oder für die Division an Mehrwert liefern. Und das gilt es natürlich, diesen Herausforderungen entgegenzutreten und entsprechende Lösungen zu finden, eben mit den Partnern zusammen, Zyke und Microsoft, hier die entsprechenden Themen und Anforderungen erfüllen zu können. Ja, ja, danke, Herr Kempinger-Kreil. Zu den Potenzialen und zu den konkreten Projekten kommen wir dann später noch. Jetzt gehe ich gleich zum Herrn Pauker, der hier neben mir sitzt. Können Sie das Unternehmen EFA kurz genau vorstellen und auch sagen, welche Herausforderungen gerade bei Ihnen besonders brisant sind? Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Florian Pauker mein Name. Ich bin von der Firma EFA. EFA ist ein Familienunternehmen und Traditionsunternehmen mit Sitz in Wien. EFA steht für Erfindungs-, Versuchs- und Verwertungsanstalt. Das heißt, das ist so unser Motto, das heißt, Dinge neu zu erfinden. Das ist in unserer DNA vorhanden. Und ja, wir sind auch natürlich mit denselben Themen konfrontiert wie mein Vorredner. Also Energiepreise sind bei uns ein Thema. Wobei wir natürlich das Glück haben, dass wir keine Prozesse wie die Föst haben, wo wir sehr viel Gas brauchen, sondern bei uns ist halt die elektrische Energie so der Treiber, der uns beschäftigt. Ja, und halt das Thema Fachkräftemangel, das merken wir schon auch sehr stark. Ja, gerade jetzt in einem urbanen Gebiet wie Wien als Produzierer, da sind wir immer vor der Herausforderung, auch die richtigen Leute anzusprechen mit der Produktion in Wien. Der Herr Pfleger hat ja vorher schon angesprochen, dass die Firmen oft auf verschiedenen Levels unterwegs sind. Wo würden Sie sich denn da einordnen? Stecken Sie im Pokitis drinnen oder haben Sie noch gar nichts mit den Daten am Hut? Also ich würde einmal sagen, wir sind so im Übergang zwischen den einzelnen POCs und halt einer echten Anwendung. Gerade jetzt beim Datensammeln, sage ich mal, da haben wir sehr viel Vorarbeit geleistet in den letzten Jahren, was das Thema Standards angeht. Ja, also wir haben versucht, da Kommunikationsstandards oder Strukturen halt einmal zu definieren, damit wir dann eine einfachere Arbeit haben. Und das haben wir natürlich mit Proof of Concept abgesichert, mit unterschiedlichen Lösungen. Ja. Und jetzt ist halt wirklich also dieser Übergangspunkt, wo wir gerade davor stehen und sagen, okay, gut, jetzt
eine Lösung auswählen und vorangehen. Ja. Also es gibt eigentlich nur mehr einfach machen, sage ich mal. Ja, weil wie es geht, wissen wir, es gibt unterschiedliche Lösungen. Eine ist halt 95% bereit und die andere vielleicht 85%. Ja. Aber eigentlich können wir mit allen Lösungen arbeiten. Und das kann ich auch nur, sage ich mal, unseren Zuschauern auch mitgeben. Es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Es gibt nur eins, das ist ein bisschen mehr richtiger und als das andere, aber einfach tun. Ja, wie die Frau Moser vorher gesagt hat, technisch steht ja dem Ganzen nichts mehr im Wege. Wie kommen da die Menschen mit bei Ihnen? Ja, also dem kann ich mir nur anschließen, dass technisch nichts im Wege steht. Ich meine, wir haben schon Team, wer noch kennt, Computer Integrated Manufacturing, waren dieselben Herausforderungen wie jetzt. Jetzt heißt es halt Industrie 4.0 oder 5.0. Also wie es funktioniert, wissen wir schon lange. Der Faktor Mensch, glaube ich, ist einfach, geht es ganz essentiell und den müssen wir auch betrachten. Die Mitarbeiter abzuholen, sehr Richtung, sagen wir spätestens bei der Datenanalyse, wir haben lauter Experten in der Produktion, Mitarbeiter mit langem Verbleib im Unternehmen, 30 Jahre plus, ist bei uns auch keine Seltenheit, die müssen wir abholen, denen müssen wir die Werkzeuge geben, damit sie halt auch mit den Datenschatz oder mit den neuen Möglichkeiten auch mitkommen können, dass sie unseren Mehrwert liefern. Ja. Herr Pfleger, Sie haben genaueren Einblick in einige Unternehmen. Wie weit sehen Sie da die Gefahr gegeben, dass die produzierenden Unternehmen da überholt werden von den Softwarefirmen, wie Sie vorher schon das Beispiel Tesla genannt haben? Na, der große Vorteil der Unternehmen ist halt, und also dieser Prozess, und Tesla ist halt ein Beispiel dafür, dass man da auch hernehmen kann, was eigentlich etablierte Unternehmen und der Maschinenbau mit dem höchsten Reifegrad ist die Automobilindustrie. Und da kommt dann ein Softwareunternehmen, das nicht einmal wusste, wie man Autos baut und kann so viel Wind erzeugen. Ja, das sollte eigentlich wachrütteln. Und wir haben in unserer Innovationsstudie auch sehr stark gesehen, dass es für Unternehmen, die sehr hardwarelastig sind und sehr stark in Maschinen-, Anlagenbau und physischen Produkten sind, dass sich die sehr schwer tun mit Software. Weil Software zu produzieren, das heißt Software zu entwickeln, ganz eine andere Art des Herstellens und andere Methoden bedarf. Und das fühlt sich dann für Unternehmen schon sehr radikal an. Ja. Genauso ist es aber in die umgekehrte Richtung. Unternehmen, die in der Softwareentwicklung sind, die tun sie mit Hardware dann extrem schwer. Ja. Das heißt, da die richtige Organisationsstruktur dafür zu finden, das ist, glaube ich, das Wichtige auch für Unternehmen, die klassisch aus dem, ja, wirklich physische Geräte erstellen, die dementsprechend auch lernen, wie man Software richtig baut. Und da muss man organisatorisch auch trennen. Ja, und das haben wir auch in dieser Studie sehr stark gesehen, dass das sehr wichtig ist, das organisatorisch, budgetär und strukturell auch von den anderen Unternehmensteilen zu trennen. Und das sieht man auch, dass das passiert. Also viele Unternehmen haben jetzt so ihre digitalen auch Unternehmen, mehr oder weniger auch erfolgreich. Aber das muss man sich bewusst sein, dass das auch ein anderes Thema ist und auch anders zu handhaben ist. Herr Kempinger-Kreil, wie tut sich denn da die Voestalpine damit? Wie aufgeschlossen ist man denn da gegenüber Datenprojekten? Also prinzipiell in der Division ist das Datenthema seit Anbeginn schon ein wichtiges Thema. Also grundsätzlich, wie der Kollege Brocker schon gesagt hat, sammeln wir ja schon sehr, sehr lange Daten in verschiedensten Systemen und sind uns auch der Wichtigkeit von Daten bewusst. Jedoch natürlich ist es immer schwierig, den Produktionsmitarbeiter oder den, wie es der Herr Pfleger gesagt hat, der in der Produktion und die Geräte baut, natürlich dann mit der Software auch vertraut zu machen. Das ist einfach ein Change, der Zeit braucht, den man begleiten muss. Aber prinzipiell sind wir dem Thema sehr offen, vor allem hinsichtlich des Ganzen immer divisional zu denken, also weg von einer heterogenen Datenlandschaft mehr zu einer divisionalen Datenlandschaft und hier möglichst vielen Personen einen leichten Zugang zu Daten zu ermöglichen, um auch die Hemmschwelle der Datennutzung in den verschiedenen Bereichen herunterzusetzen. Sie haben ja im Vorgespräch ein konkretes Projekt angesprochen, das Business Intelligence Projekt 2025. Wollen Sie da nun näher drauf eingehen? Ja, also BI 2025, wie bereits jetzt vorher erwähnt, beschäftigen wir uns schon länger mit Daten
Und hier ist einfach aufgrund der Größe der Division einfach eine gewisse heterogene Datenlandschaft entstanden. Aber natürlich auch immer mehr Daten sollen nutzbar gemacht werden, sollen neuen zur Verfügung stehen. War es für uns notwendig, hier ein divisionales Projekt für das Thema Business Intelligence zu implementieren und zu starten, wo es einfach darum geht, von der Datenhaltung bis hin zum Frontend, zur Visualisierung, dem Report, sage ich jetzt mal, das möglichst einheitlich auf die Beine zu stellen und da möglichst in einer Datenplattform zu arbeiten und da bei einem Anbieter sich verstärkt umzusehen, um natürlich hier die integrativen Vorteile zu einer Business-Umwelt einfach auch nutzen zu können, was natürlich auch wieder jetzt, was angesprochen wurde, dem Fachkräftemangel auch entgegenwirken soll. Ja, man muss nicht mehr alles selbst tun, sondern bekommt einfach Bausteine schon zur Verfügung gestellt. Ja, und da wollen wir uns einfach verstärkt auf die Zukunft da vorbereiten, weil natürlich Cloud-Applikationen. Oje, da ist, glaube ich, gerade die Verbindung unterbrochen. Dann gehen wir geschwind weiter zur Frau Moser. Sie sind ja da in der Runde die Expertin für KMUs. Wie tut sich denn da der Mittelstand? Gibt es da besondere Bedürfnisse? Worauf muss man da genau achten? Also eine ganz große Herausforderung beim Mittelstand ist, dass die Organisationsgröße eine andere ist. Das ist zum einen ein Vorteil, weil oft die einzelnen Business Units näher zusammen sind. Das heißt, da fällt es in manchen Bereichen leichter, dass man eine gemeinsame Strategie entwickelt. Das kann vom Vorteil sein. Vom Nachteil und worauf man genau achten muss, ist, dass oft die Kompetenzen im eigenen Unternehmen fehlen und dass das oft dann eine Hürde darstellt, dass man Projekte nach hinten schiebt oder dass man sagt, man möchte jetzt noch warten, man möchte sich es noch nicht leisten. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, sich einen Partner zu suchen, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, man muss nicht alles selber machen. Da gibt es Experten, Spezialisten, mit denen man einfach gut zusammenarbeiten kann. Und was mich einfach sehr freut, ist, dass mittlerweile die Lösungen so gebaut sind und auch die Investitionsrisiken so gering sind, dass wirklich ein Unternehmen jeder Größe starten kann. Und das finde ich einfach speziell für Österreich als KMU-Land ganz, ganz wichtig. Der Mittelstand ist so das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft und auch die brauchen Innovation und haben somit jetzt auch Zugriff. Sehen Sie da eigentlich auch branchenspezifische Unterschiede, wie aufgeschlossen das an ein Unternehmen ist oder spielt es da weniger Rolle? Also da könnte ich jetzt nichts Spezielles sagen, dass ich große Unterschiede sehe. Ich glaube im Mittelstand, weil auch vieles noch Familienunternehmen sind. Ich glaube, das hat fast mehr mit der Geschäftsführung zu tun, weil wenn diese Projekte von der Geschäftsführung nicht getragen und unterstützt werden, dann landen die nicht wirklich. Und ich habe den Eindruck, es hat fast mehr was mit der Geschäftsführung zu tun und der Innovationsfreudigkeit. Gut, dann gehen wir zu einem anderen Innovationsthema über, was da sehr nahe, also was da auf jeden Fall dazugehört, und zwar die Rolle der Cloud. Herr Pauker, wo sehen Sie denn in Ihrem Unternehmen die Möglichkeiten und aber auch die Grenzen der Cloud-Nutzung? Wir im Unternehmen haben den großen Vorteil, dass die Cloud seit Anbeginn eigentlich als valide Lösung für unsere Applikationen gesehen wird. Das heißt, wenn es eine gute Lösung gibt, die in der Cloud läuft, dann ist diese Option genauso valide wie On-Premise. Also da gibt es ja keine Berührungsangst zur Cloud per se. Ja. Was man sich trotzdem überlegen muss, und das hat jetzt nichts mit Cloud und direkt zu tun, aber welche Daten wir überhaupt, welcher Sicherheit bedürfen. Also bei uns als Beispiel können Sie sich vorstellen, die Codierung von einem Schlüssel ist ein Datensatz, der ein sehr hohes Gut eigentlich ist. Ja. Und da muss man sich halt gut überlegen, wie man den ablegt und wo man den ablegt und ob da die Cloud eine Lösung ist. Ja. Meiner Meinung nach ist es, wenn man es richtig beurteilt, die Cloud eigentlich immer on-premise vorzuziehen, ja, weil einfach die Sicherheit, die in einem Datenzentrum einfach vorherrscht, einfach wir on-premise nur mit sehr viel Aufwand da generieren können. Ne? Also meine Meinung dazu. Frau Moser, Sie sitzen da ja als Vertreterin von dem Cloud-Provider. Wie weit sehen Sie doch Bedenken der Unternehmen? Wir haben gerade gehört,
Sicherheit ist immer wieder mal ein Thema, wo manche vielleicht Sorge haben. Also das Thema Sicherheit ist ein ganz, ganz vordergründiges. Und ich glaube, das hat jetzt nicht nur was mit dem Thema Cloud zu tun, sondern Cybersecurity nimmt einfach zu. Das wird auch nicht mehr aufhören, das geht nicht mehr weg. Und wichtig ist, dass man darauf vorbereitet ist. Und das ist jetzt eigentlich noch unabhängig von der Cloud. Und ich stimme dem Herrn Bauker zu, in der Cloud ist die Sicherheit noch um ein Stück größer, weil einfach die ganzen Vorkehrungen getroffen werden. Wir haben alle Zertifizierungen, die man braucht. Wir schauen, dass unsere Cloud compliant ist. Auf einem Level, wo ich sage, das kann eben, wie vorher gesagt, ein Einzelunternehmen kaum auf die Beine stellen. Aber ganz wichtig ist trotzdem, dass sich jedes Unternehmen selber noch eine Sicherheitsstrategie überlegt, weil auch wenn die Cloud total sicher ist, muss ich selbst auch definieren, wem gebe ich Zugriff auf meine Daten, wie verschlüssle ich Daten, welche verschlüssle ich nicht. Und das ist eine Aufgabe, die jedes Unternehmen vor sich hat. Was ich leider bemerke, ist, dass mittlerweile in den Gesprächen das Thema Cybersecurity sehr vordergründig ist, aber leider immer noch ganz viele Unternehmen sagen, ja, aber mich betrifft es nicht, also mir passiert schon nichts und was kann man mir wegnehmen? Es ist ja gar nichts Dramatisches, habe ich erst gestern geführt, dieses Gespräch. Und ich glaube, da fehlt manchmal so dieses Verständnis, dass das jeden betreffen kann. Und dieses Nicht-Wegnehmen in dem Moment, wo alle Daten verschlüsselt sind, auf nichts mehr zugreifen kann. Da geht es jetzt gar nicht mehr um, dass ich irgendwelche kostbaren Daten habe, aber ich kann dann einfach nichts mehr tun. Ich stehe. Allein das kostet schon Geld. Und ich glaube, da braucht man noch mehr Aufklärung und auch mehr Klarheit darüber, wie kann ich mich sicher in der heutigen Welt bewegen. Und diese Sicherheit ist jetzt weder, also weniger fast eine räumliche, körperliche, sondern vielmehr einfach eine Cybersecurity. Und das ist einfach eine Tatsache. Aber dann wollen wir gar nicht so sehr jetzt uns in dem Sicherheitsthema verfangen. Wo sind denn die großen Potenziale, sagen wir, im Hinblick auf die Resilienz von Unternehmen oder von Lieferketten zum Beispiel, was die Cloud liefern kann? Die Cloud bietet den großen Vorteil, dass ich gut mit Spitzenlasten umgehen kann, dass ich skalieren kann, dass es eine Ausfallsicherheit gibt. Wir sind dabei, in Österreich ein Rechenzentrum zu bauen. Das ist ausfallsicher. Es gibt eine Georedundanz und das wird alles mit einem wirklich enormen Aufwand mit über 100 Zertifizierungen zur Verfügung gestellt, wo ich sage, da muss ich ein Unternehmen selbst nicht die Arbeit machen, sondern kann einfach auf die Dinge zugreifen und das nutzen, um sich auf den eigenen USP zu konzentrieren. Wir bieten IT quasi aus der Steckdose mit absoluter Sicherheit. Da kann ich mich als Unternehmen auf das konzentrieren, was meine Kernkompetenz ist. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Vorteil. Und das spielt die Unternehmen eigentlich frei. Herr Kempinger Kreil, ich glaube, Sie sind jetzt wieder da und ansprechbar. Können Sie ein bisschen aus der Praxis berichten? Was für einen Stellenwert hat denn bei Ihnen die Cloud? Die Cloud hat mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert, weil wir einfach die Vorteile, die jetzt auch die Frau Moser schon angesprochen hat, einfach sehen. Man bekommt grundsätzlich eine Infrastruktur bereitgestellt. Man muss sich nicht mehr um alles selbst kümmern und hat natürlich dann einfach grundsätzliche Ressourcen frei für andere Themen, die man einfach bearbeiten kann beziehungsweise woanders einsetzen kann und spielt natürlich da in dem Fachkräftemangel, der da doch vor allem im IT-Bereich immer stärker wird, sicherlich eine Rolle, sich verstärkt da mit der Cloud auseinanderzusetzen. Und wir sehen natürlich auch die Potenziale einfach der Cloud hinsichtlich der Möglichkeiten, ja zum Beispiel Predictive Maintenance als Schlagwort, wo wir schon versuchen, über Cloud-Lösungen unsere Instandhaltungsprozesse zu optimieren, auch im Finanzbereich Vorhersagen besser zu optimieren und anzupassen. Es geht da grundsätzlich im Produktionsbereich Anlagenabläufe, Materialverschwendung zu reduzieren etc. Das kann man natürlich mit einer Cloud-Lösung, die integriert ist und gesamtheitlich betrachtet, natürlich viel besser machen, wie wenn ich jetzt immer wieder einzelne Schnittstellen habe, Experten habe. Bin ich natürlich in einer Cloud-Lösung mit dem Ganzen für uns derzeit auf dem richtigen Weg, sagen wir mal so. Ja.
Ich glaube, Sie haben ja in Ihrem Unternehmen den Cloud-First-Ansatz. Wo liegen dann trotzdem noch die Grenzen? Ja, natürlich einerseits in dem rechtlichen Bereich gibt es einfach Grenzen. Die DSGVO ist da immer trotzdem wieder mit zu betrachten und natürlich alles, was an personenbezogenen Daten bzw. strictly confidential Daten des Unternehmens sind, da sind natürlich schon mal Grenzen gelagert und es ist natürlich in gewisser Weise auch immer die Frage für das Unternehmen, muss immer grundsätzlich dann wirklich jede Produktionsdaten, die in der Cloud sein, das ist sicherlich auch Thema der Internetanbindung, wie schaffe ich denn an jedem Standort immer die möglichst beste Internetverbindung, dass auch die entsprechenden Datenmengen dann in der Cloud landen, ja, oder gibt es mit der Vorselektion oder wie auch immer, aber prinzipiell Cloud First, das heißt nicht Cloud Only, muss man auch sagen, ja, also es gibt dann auch Rahmenbedingungen, warum nicht, aber prinzipiell wollen wir verstärkt einfach in die Cloud ziehen, weil wir da für uns einfach klare Vorteile auch auf der Kostenseite und natürlich auf der Ressourcenseite sehen, ja. Herr Pfleger, ich glaube, Sie haben, Sie können so ein bisschen einen Bogen spannen über die Unternehmen generell. Hat sich da was verändert an der Einstellung der Unternehmen gegenüber Cloud-Diensten, vielleicht auch seit Corona? Absolut. Also das war schon auch so man merkt, dass die Vorbehalte massiv zurückgegangen sind, ja, rund um das Thema Cloud. Dass es kaum mehr die Frage, ob, sondern nur in welchem Umfang mehr gibt. Und da hat schon Corona auch sein mitgeholfen, die Berührungsängste abzubauen. Ja, weil jeder hat Cloud-Technologien, ob das jetzt Teams ist, ob das Office 365 ist, plötzlich verwenden müssen, um seinen Arbeitsalltag auch zu gestalten. Und das war schon Tür und Tor bereiter, für auch in den Köpfen zu sagen, ja, jetzt habe ich die Cloud eh schon. Ja. Und es tut gar nicht so weh, wie man zuerst glaubt hat. Und es hilft eigentlich. Und da hat sie schon vieles getan in dieser Zeit. Und in diese Richtung, es ist natürlich ein Architekturthema. Und das ist auch das, was wir auch tun mit Kunden. Weil alles in die Cloud, Cloud only, ja, ist eine Architekturfrage. Weil natürlich immer noch, wenn ich Produktion und auch in die Produktion steuernd eingreife, dann brauche ich die Entscheidungen manchmal im Millisekundenbereich und ich brauche sie vor Ort. Das heißt, da komme ich über eine Architektur, die mit Edge Devices wirklich die Daten an Ort und Stelle auch verarbeitet und dann einen Befehl auch zurückgibt oder etwas aus oder einen Alarm schlägt. An dem komme ich einfach nicht vorbei. Aber ja, wenn ich dann Analysekapazitäten und mehr Zeit habe, um auch Algorithmen anzulernen, und dann macht es natürlich Sinn, diese Kapazitäten zum Beispiel in die Cloud auszulagern und dort faktisch die Verarbeitung zu machen, bis es wieder eingedampft ist in einen bestimmten Algorithmik. Die kann ich dann wieder auf die Edge, also wirklich vor Ort zurückspielen und das dann wieder für mich nutzen. Also so hybride Modelle sind schon die man gerade im Industrieumfeld halt massiv merken und spüren. Und auch die Security-Thema, man hat jetzt durch die Presse sind viele Fälle gegangen, wo Unternehmen wirklich massive Probleme mit ihren eigenen Rechenzentren bekommen haben. Und das hat sicher auch in den Köpfen etwas verändert. Kann ich im Bereich der Fachkräftemängel jetzt die besten Techniker onboarden, um meine Security auch oder meine Sicherheit zu gewährleisten? Das ist sehr schwierig, ja, oft auch in ausgelegenen Gebieten in Österreich, die Leute dann wirklich vor Ort zu bringen. Oder schafft es ein Hyperscaler halt besser, ja, dieses Know-how auch an sich zu binden und dementsprechend auch die Sicherheit zu gewährleisten. Also das hat man in den letzten Jahren massiv, haben sich die Situationen auch da verändert und auch die Vorbehalte reduziert. Und die Chancen überwiegen in den meisten Gesprächen. Also es gibt kaum mehr die Fragestellung ja oder nein, sondern nur in welchem Umfang. Herr Pauker, merken Sie das intern auch, dass sich da seit Corona was verändert hat? Definitiv. Also wie der Pfleger schon gesagt hat, also Corona war sicher Beschleuniger für das Thema. Und die Cloud-Lösungen haben halt den Vorteil, dass sie immer und überall eigentlich ohne große Hürde einfach verfügbar sind. Ja, also wir haben das selber gemerkt für unser, kurz vor Corona haben wir digitales Shopfloor-Management als Cloud-Service
eingeführt bei uns im Haus. Die läuft nur in der Cloud. Und während Corona haben wir quasi unsere Meetings aus dem Homeoffice quasi abhalten können. Ja, das war vorher undenkbar. Ja. Und mit der Cloud quasi als Enabler für die Thematik einfach machbar. Also das war gut, ja. Maintenance und so Dinge, die der Herr Kempinger-Kreil angesprochen hat, sind die bei Ihnen auch schon Thema? Predictive Maintenance ist so, ja, es ist das Schlagwort, das umgeht. Ja. Ich bin da ein bisschen, sage ich mal, der bremsende Faktor vielleicht bei uns im Unternehmen, war 10 Jahre lang in der Forschung tätig, weiß ungefähr, was funktionieren kann und was nicht, habe mich damit viel beschäftigt. Und denke, dass es da noch immer Hürden gibt, einfach die richtigen Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Ja. Und vor allem, das ist auch, sage ich mal, meine Rolle, ja. Wir brauchen im Unternehmen irgendwie organisatorisch irgendwie eine Auffangschale für die Erkenntnisse. Weil zum Beispiel jetzt ohne bei uns konkret ein Lean-Management, wo wir dann die Verbesserungsvorschläge aus dem digitalen Tool wirklich nachhaltig ins Unternehmen bringen, nutzt man die beste Predictive Maintenance nichts, wenn ich quasi das Problem nicht nachhaltig abstellen kann. Ja. Also da haben wir auch noch organisatorische Themen auch mit an Bord. Ja. Das ist vielleicht ein Ansatz, wo dann der Herr Pfleger mit Ihnen dann zusammensitzen kann, oder? Ja, könnte sein, wobei wir schon in diesen Projekten, auch wenn man sagt, wie startet man solche Projekte auch ganz konkret, ja? Das heißt, wie bringt man das von dieser Metaebene, und die Diskussion ist oft immer noch sehr hoch, ja, gerade Predictive Maintenance, das ist so die Erwartungshaltung immer. Es ist für mich schon fast ein Unwort geworden mittlerweile, weil alle diesem Gespenst auch hinterherjagen. Aber davor gibt es viele, viele Schritte, die davor sind. Also wir haben in unserem Vorgehensmodell so 7 Schritte, die man davor und auch nutzen kann, um etwas zu heben, bevor man eigentlich dann auf dieses Thema Richtung Predictive Maintenance geht. Das heißt, wir fangen, wenn wir schon jetzt in diesen konkreten Themen auch sind, wie man das auch angeht, was wir sehr gerne machen, ist das Domainwissen. Ja, und deswegen kann ich gerade bei diesen Themen oft nicht unterstützen, das Domainwissen, das Wissen um die fachlichen Zusammenhänge, die sind beim Unternehmen. Und die kann niemand so gut wie das Unternehmen selbst auch einbringen. Was wir einbringen können, ist einerseits Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Unternehmen, das sehr spannend sein kann, aber auch die Erfahrung mit den Werkzeugen. Das heißt, wie gehe ich mit Data Analytics Werkzeugen um, was sind denn vor allem die Möglichkeiten explodieren ja. Ja, da ist das Mursche Gesetz ist ja derzeit ein Schmoren dagegen, ja. Also die ganzen Möglichkeiten, die gerade in der Algorithmik entstehen, die explodieren, ja. Das heißt, da einen Überblick zu bewahren ist eine Riesenaufgabe, und da braucht man schon Data Scientisten, Leute, die sich Tag und Tag ein, Tag aus mit diesen Werkzeugen auseinandersetzen und die Grenzen und Fähigkeiten auch verstehen. Und super ist es dann, wirklich die beiden zusammenzubringen. Das heißt, einerseits dieses Domain-Know-how, das nur in den Unternehmern liegt, mit diesem Wissen aus diesen Werkzeugen und den Möglichkeiten, die auch zur Verfügung gestellt wird, und die gemeinsam in Iterationen daran arbeiten zu lassen. Also dort machen wir, das macht am meisten Spaß und bringt am meisten Potenzial. Und so fangen wir auch unsere Projekte ganz, ganz, ganz konkret an. Wir setzen diese beiden Typen zusammen, Typen an Personen zusammen, und die überlegen im ersten Schritt einmal, was könnten Use Cases sein. Der eine sagt, das sind Use Cases, die uns aus der fachlichen Seite gut finden. Und wir können dazu sagen, das sind Use Cases, die aber leicht sind oder schwierig. Und damit kann man sehr schnell auch einschränken, welcher ist jetzt der Use Case, den man anschaut. Dann ladet man sich quick and dirty die Daten runter, ja, und schaut sich die einfach einmal an. Die konkreten Daten, wie sie im Unternehmen auch anfallen. Und dann sieht man sehr, mit welcher Datenqualität hat man es zu tun. Ich brauche gar nicht vorher über Predictive Maintenance reden, wenn ich nicht die Daten mir wirklich angesehen habe und schaue, in welcher Qualität sie ankommen. Und dann der nächste Schritt ist, man stellt sie einmal dar. Ja, man macht einfach einmal eine grafische Darstellung und beginnt gemeinsam in die Daten zu lesen. Im nächsten Schritt, wenn das funktioniert hat, kann man schauen, ob Daten zusammenhängen.
Aber es ist immer dieses Spiel aus Domainwissen plus Wissen um die Werkzeuge und über den Umgang mit diesen Daten, die diese Arbeit so neuartig und auch so befruchtend macht, um wirklich Potenziale zu heben. Und dann schaut man sich an, hängen die Daten zueinander. Da kommen oft Dinge raus, an die der Domain-Experte nicht gedacht hat, dass da Zusammenhänge sein können. Aber es hilft ihm dann wieder zu sagen, okay, was könnte denn für ein tatsächliches Problem bei mir dahinter liegen? Und so arbeitet man sich von Stufe zu Stufe voran. Und irgendwann, nach 7 Stufen, ist man dann bei dem Thema Vorhersage. Ja. Und dann ist man eigentlich erst dort bei diesem Thema Predictive Maintenance, das Schweinerl, das jeder durchs Dorf treibt zurzeit. Und man kann auch noch dann darüber hinausgehen. Ja. Zu sagen, wenn ich jetzt vorhersagen kann, dann kann ich auch optimieren. Und wenn ich es dann optimiere, dann sind wir wirklich beim letzten und wichtigsten Schritt zu gehen, gemeinsam zu sagen, wie kann ich das jetzt operationalisieren und in den tagtäglichen Betrieb einbringen. Und dann muss ich die ganzen Datenpipelines dementsprechend designen und aufbauen, dass ich die Daten immer verfügbar habe und so weiter. Und dann bin ich erst an der Stelle. Also viel Arbeit, aber auch irrsinnig viel Potenzial, den man da am Weg schon für sich heben kann. Wir haben dazu auch eine Frage aus dem Publikum. Da möchte ich auch gleich Sie, liebe ZuschauerInnen, nochmal aufrufen. Sie können sie gerne noch einbringen. Schreiben Sie einfach, gehen Sie auf den Q&A oder F&A-Button und schreiben Sie da gerne Ihre Fragen rein. Wir wollen wieder zurückgehen zu den ersten Schritten, dass wir es wieder quasi auf den Boden bringen, das Thema. Eine Zuschauerin hat gefragt nach konkreten Tipps für KMUs aus den Best Practices für den Start. Ich weiß nicht, Frau Moser, vielleicht sind Sie da die beste Ansprechperson dafür. Also ich glaube, das sind Andreas Tipps und für den Einstieg. Ja, das sind Andreas und ich gemeinsam. Ja. Wir haben gemeinsam so nach Möglichkeiten gesucht, speziell für den Mittelstand, wie könnte man starten. Und dann haben wir gesagt, da brauchen wir zwei Sachen. Das eine ist, es gibt Unternehmen, denen fehlt noch eine klar formulierte Strategie, die auch im Unternehmen gemeinsam verabschiedet ist. In welche Richtung möchte man gehen? Welche Themen möchte man als erstes angehen? Das heißt, man braucht gemeinsam eine Strategie, eine Digitalisierungsvision. Da ist die Produktion auch ein Teil davon und dann muss man sich überlegen, was geht man wie an und welche Themen sind schwieriger und leicht, eigentlich das, was der Andreas vorher schon gesagt hat. Und da bietet sie ein eigenes Angebot an und das wäre so ein erster Schritt, wenn man das noch nicht hat. Und die andere Möglichkeit ist, dass man in der Produktion mal so einen Bereich aus der Produktion rausnimmt, versucht alle Daten, die aktuell vorhanden sind, zu nehmen und zu schauen, was kann man mit den Daten vorhersehen, wie kann man damit losstarten und welche Dinge findet man, wenn man sich die Daten anschaut. Und auch dafür gibt es ein eigenes Paket. Und ich glaube, das sind so zwei Möglichkeiten, die man angehen kann. Bei dem zweiteren ist man schon mehr in der Tiefe drinnen und schaut sich eine Produktionseinheit an und schaut, was man da mit den Daten genau machen kann. Das wären so mal die zwei Wege. Oder hast du da noch was dazu, ja, Andreas? Das sind eigentlich, wenn wir auch gemerkt haben, dass es so, die einen, die wollen sehr schnell einmal auch konkret werden. Das ist eigentlich das Vorgehen, das ich vorher auch beschrieben habe, auch abgebildet. Ja, zu sagen, dieses gemeinsam sehr schnell auch ganz konkret zu werden. Und das zweite ist Richtung Strategie, weil wir sehen, weil ich vorher von Bokitis gesprochen habe, wie kann man das verhindern? Weil ein Grund, warum die auch sehr oft stecken bleiben, ist, dass ein Use Case oder ein Anwendungsfall nicht ausreicht, um die darunterliegende Infrastruktur, wenn man so will, auch zu rechtfertigen oder die Investitionen zu rechtfertigen. Deswegen haben wir auch so einen zweiten Bereich, wo man sagt, man geht strategisch und macht gemeinsam eine Roadmap, ja, und sagt, welche Use Cases fallen uns ein und wie kann man die in eine geschickte Reihenfolge bringen, so dass dann mehrere Cases auch eine Investition in einen gewissen Infrastrukturbereich rechtfertigen können. Und da bringen genau wieder die Unternehmen ihr Domainwissen mit und was bedeutet es, ein Problem zu lösen und was bedeutet es auch monetär, aber was bedeutet es auch fürs Unternehmen. Und wir können mitbringen,
welcher Aufwand und wie schnell geht denn das? Und aus diesen beiden Kombinationen kann man dann auch sehr gut eine Roadmap erstellen. Ja. Herr Kempinger-Keil, als Mann der Praxis, was würden Sie denn den KMUs dafür Ihre Tipps geben für den Einstieg? Also da würde ich es halten, wie der Andreas das jetzt schon gesagt hat, eher Use-Case-bezogen sich das Thema stückchenweise zu nähern, nicht unbedingt gleich einen riesen Use-Case wählen, also das haben wir auch gelernt, also vielleicht eher viele kleinere und die dafür dann immer komplexer zu entwickeln, aber erst einmal sich dem Thema mit einem Use-Case zu nähern und dann natürlich auch daraus zu lernen und zu schauen, wo gibt es was den nächsten Schritt, ja. Man muss auch sagen, es sollte natürlich möglichst breit gefächert sein, wenn das möglich ist, dass verschiedene Bereiche oder Büros oder wie auch immer, Abteilungen, einfach den Mehrwert erkennen. Ja, das ist natürlich immer eine Diskussion, was, wenn man das ausrollt oder versucht zu erklären, ja, was bringt denn uns das? Und da möglichst viele Use Cases zu machen, um da zu schauen, dass das auch für alle möglichen Bereiche passt und sie da einen Mehrwert erkennen. Also so nähern wir uns derzeit auch dem Cloud-Thema jetzt mit der Firma Züge gemeinsam, indem wir einfach drei Use Cases machen, die in der Produktion angesiedelt sind, aber auch im Finanzbereich und irgendwo den Supply Chain Streifen, wo ich dann sage, okay, da sehen wir dann mit den Use Cases viele Bereiche, die wichtig für uns sind, auch schon mal gestriffen und abgedeckt und erhöht natürlich dadurch auch die Akzeptanz, sozusagen, wie das dann Andreas gesagt hat, oder hier weitere Investments zu tun, ja. Also ein breites Spektrum an Use Cases. Können Sie das unterschreiben als Tipp oder was wäre sonst ja, Ihr Tipp? Mein Tipp ist auch quasi wirklich diesen Durchstich zu machen anhand von mehreren Beispielen. Also wir haben so Leuchttürme, die, sage ich mal, optimale Bedingungen bieten und anhand von diesen probieren wir wirklich einzelne Use Cases wirklich komplett abzubilden, weil dann wird man sich eigentlich erst der Komplexität bewusst, was dieses Thema mit sich bringt. Ja. Dann gibt es dann keine versteckten Hürden mehr, wenn wir das skalieren wollen, sondern wir haben es einmal quasi in ein Optimum bewiesen, dass es funktioniert und dass es einen Mehrwert bringt fürs Unternehmen. Und dann ist natürlich auch diese Warum-Frage und das Rollout einfach viel einfacher, als wenn man das nicht bis zum Ende durchexerziert. Ein großes Potenzial der Daten steckt ja hinsichtlich der Sustainability-Ziele, also Nachhaltigkeit. Herr Pauker, was passiert denn diesbezüglich bei EFA? Ja, also Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich mit unserer Produktion mitten in der Stadt einfach auch gewisse Anforderungen haben, die manche anderen Unternehmen nicht haben, ja. Das heißt, wir sind in einem Mischgebiet und haben irgendwie auch die Verantwortung Anrainern gegenüber und Mitbewohnern da. Und ja, bei uns aktuell ist das Thema mit datengetriebenen Sustainability, das heißt da gemeinsam mit der Zülke, also der Andreas und ich, machen gerade ein ganzes Projekt, wo wir auch die neue Lösung von der Microsoft, also Microsoft Cloud for Sustainability, testen wollen. Und da schauen wir, dass wir unseren Nachhaltigkeitsbericht, der für uns sehr wichtig ist, einfach mit Live-Daten zum Leben erwecken. Ja. Und deswegen welche Daten sind das zum Beispiel? Worauf wird da geschaut? Also wir haben jetzt konkret, wir versuchen klein zu denken, damit wir uns nicht überheben. Also konkret schauen wir uns die Gesamtenergieverbräuche an. Da haben wir als Ziel im Nachhaltigkeitsbericht, dass wir die um 10% senken wollen. Und das heißt, wir erheben jetzt davon Smart Meter und Gaszählern und Wasserzählern die ganzen Verbräuche, ja, und versuchen hier jetzt einmal eine Datenpipeline auch zu schaffen. Ja. Von was für einem Zeitraum sprechen wir da? Das ist in den nächsten Wochen, wird das Prinzip umgesetzt werden. Ja. Ich glaube, Ende Oktober, glaube ich, ist so der Zeitplan dafür. Die Woche haben wir mit einem Kollegen eben von der Zülke, das ist eine klassische Brainstorming-Runde gehabt, wo wir halt die Möglichkeiten ausgelotet haben, Datenpipelines besprochen haben, Daten zur Verfügung gestellt haben, reale. Und jetzt schauen wir, wie wir mit denen das ganze Projekt realisieren. Wollen Sie da vielleicht was ergänzen, Herr Pfleger, aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben im heurigen Jahr ist für uns Zülke ist Sustainability ein ganz wichtiges Thema. Es war für uns auch die Frage,
wo ist denn unser Plätzchen? Ja, oder wo ist unser Platz in dem Thema? Wir haben 1700 Ingenieurinnen und Ingenieure mit einem riesigen Wissen. Wie können wir die auch einsetzen, wertstiftend und sinnstiftend vor allem auch einsetzen? Und dann hatten wir eher auch eine gemeinsame Diskussion, und da ist es mir für irgendwie auch die Themen gekommen, dass eigentlich Dekarbonisierung ein Datenthema ist oder eines sein kann, weil wir haben natürlich, viele Unternehmen haben mittlerweile Sustainability Reports, auch rund um das Thema Dekarbonisierung. Und das sind Datenpunkte, die einmal im Jahr, Datenpunkte einmal im Jahr. Und Ziele. Jetzt muss man die Ziele umsetzen, aber man ist dann faktisch ein Jahr lang irgendwie auf Blindflug unterwegs, und bis der nächste Datenpunkt da ist. Und das ist immer irrsinnig viel Aufwand. Und dann war die Frage und eine Hypothese, die wir dort gestellt haben, zu sagen, naja, um wirklich dort von den Reports einerseits Richtung die Erstellung schneller zu machen, aber auch dann das Monitoring unterjährig und auch vor allem Richtung Steuerung zu gehen, dann brauche ich mehr als einen Datenpunkt im Jahr. Also ein Report im Jahr reicht nicht. Und wie kann ich diesen Schritt machen? Ist ein Datenthema dann. Das heißt, ich nehme meine neuralgischen Punkte her und versuche dort Datenpipelines aufzusetzen. Und Datenpipelines klingt jetzt so sehr technisch. Ja, und man glaubt, man ist ja immer sofort an der Maschine und da werden alle Daten. Nein, auch ein einfaches Formular, das einmal im Jahr, in der Woche mit den aktuellen Stromzählerdaten befüllt werden kann durch einen Mitarbeiter, ist eine Datenpipeline und kann ein Beginn sein, um bestimmte Datenströme zu erfassen. Anders in anderen Themen ist, man braucht eine Anbindung an eine bestimmte Datenbank, weil dort die Daten einfach liegen. Ja? Oder manche sind in Excel abgelegt, die halt hereinzunehmen bis hin, und das ist das Spannende an dem Thema, bis man wirklich auch bis zur Maschinenanbindung gehen kann und zu schauen, wie kann ich, wenn wir jetzt im Energiebereich sind, Lasten abgreifen und das auch automatisch. Und das ist schon ein sehr individuelles Thema, wo dann auch ein Engineering-Unternehmen wie wir einen Mehrwert einbringen kann, weil das ist, jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Potenziale in dem Thema und auch seine ganz individuellen Herausforderungen und ganz individuelle dementsprechend auch Themen, die man adressieren muss. Und das ist jetzt eigentlich einerseits unser Zugang zu dem Thema, wird unser Ingenieurswissen auch einzusetzen dafür. Herr Kempinger-Kreil, ich glaube, bei Ihnen ist es als Stahlhersteller wieder ein bisschen anders. Da ist man sowieso schon mal sehr energieintensiv unterwegs. Wo liegen denn da bei Ihnen die Hebel beim Stichwort Nachhaltigkeit? Naja, natürlich der erste Hebel ist zu versuchen, sich möglichst einer CO2-freien oder reduzierten Produktion einfach zu nähern. Ja, da haben wir ja das Projekt Green Steel, das für den Gesamtkonzern sehr wichtig ist, wo man einfach versucht, die CO2-Emissionen in der Produktion zu reduzieren. Da natürlich Daten immens wichtig sind, um zu erheben, wo haben wir denn überhaupt große Emissionen, wo haben wir Verbesserungspotenziale, wenn diese Verbesserungspotenziale erkannt sind, wie können wir es auch umsetzen, also da sind wir natürlich als Hersteller natürlich getrieben auch von den Kunden und natürlich den immer steiger werdenden CO2-Vorgaben, die auch ja richtig sind, aber natürlich müssen wir da auch schauen, dass wir unsere Übung machen und natürlich gibt es da in dem Bereich natürlich dann nachgehend noch viele andere Themen, ja, hier Cloud-Lösung, kann natürlich uns helfen, Rechenzentren, zu verringern oder abzulösen und hier Stromkosten zu sparen, Beleuchtung, natürlich auch irgendwo Flächenfraß zu vermeiden. Ja. Und diese ganzen Themen spielen ja dann trotzdem da irgendwo mit, das wo irgendwo dazugehört in diesem ganzen Thema CO2, ja, natürlich die Energiebilanz zu verbessern. Da gibt es viele, viele Ansätze, das zu machen, auch mit eigene Wasserstoffanlage, die wir in Linz in Betrieb genommen haben, und zu schauen, ja, wie funktioniert es, in welcher Größe brauchen wir das, um überhaupt unsere Produktion am Leben zu erhalten, das natürlich dann auch datengetrieben ist, weil ich natürlich sehen muss, wie,
gut ist die Produktion von Wasserstoff, dann gibt es Modelle, das hochzurechnen etc. Also da sind Daten und Cloud-Lösungen für uns schon sehr, sehr wichtig. Ja. Frau Moser, wo sehen Sie denn das größte Potenzial der Cloud in Richtung Nachhaltigkeit? Also ich denke, es ist jetzt eh schon ein paar Mal gekommen, das Thema Energie, und das ist sicher momentan auch ein sehr vordergründiges. Ein Server verhält sich nicht energieproportional, das heißt, wenn der nicht voll ausgelastet ist oder wenn er auf Leerlauf ist, braucht er immer noch 50% der Energie. Und wenn man ein großes Rechenzentrum hat, dann hat man einfach mehr Kapazitätsauslastung und kann man immer noch Spitzen abfangen, die Kunden gerade brauchen, und kann aber auf einer höheren Auslastung fahren. Das heißt, insgesamt würden alle Unternehmen ihre Server quasi in die Cloud bringen, dann hätten wir insgesamt eine Energiereduktion, weil ein Einzelunternehmen kann natürlich nicht so eine hohe Last fahren am Server. Die fahren auf 20-30% Serverauslastung. Ein Hyperscaler, ein großes Datacenter, kann da wo ganz woanders hingehen. Also das heißt, der Energieverbrauch ist im Verhältnis zu einem Einzelunternehmen mit seinem eigenen Rechenzentrum im Rechenzentrum viel geringer. Das wäre mal eine Möglichkeit, weil es jetzt ein paar Mal gekommen ist. Wir bieten das Rechenzentrum in Österreich. Das wird CO2-neutral sein in dem Moment, wo es live geht. Also das sind alles so Maßnahmen, wie wir versuchen, auch da zu unterstützen, zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel mit dem Rechenzentrum. Jetzt gibt es ja auch schon, habe ich gelesen, von eher in den USA noch drüben, auch immer mehr Bedenken gegenüber der Cloud hinsichtlich Kostentransparenz. Es ist ja so, beim Server weiß man, den kauft man einmal und dann weiß man, was für Kosten ungefähr auf einen zukommen. Cloud, das sind immer eher Abo-Modelle. Merken Sie da vielleicht auch bei uns schon in die Richtung einen Rückgang oder eine Kritik auch? Nein, eigentlich nicht. Wir haben die Möglichkeit, der Kunde kann sich bei uns ansehen. Wir haben so einen Kalkulator, da kann man sich genau anschauen, welche Services ich brauche, aus welchem Rechenzentrum ich die haben möchte, und kann sich das alles mal vorkalkulieren. Und also ich glaube, das ist eine sehr gute Transparenz, und der Kunde kriegt auch monatlich seine Informationen, was er verbraucht hat, kann immer wieder adaptieren. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man sagt, man weiß schon, was der Verbrauch ist, da gibt es ein Konzept von Reserved Instances, da kann ich quasi Kapazitäten vorab kaufen. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Modelle, und da ist die Transparenz für den Kunden ganz gut. Gut. Ich würde sagen, wir gehen in Richtung Ausblick. Jetzt sitzen wir da im Oktober 2022, und worüber werden wir wohl in 5 oder 10 Jahren diskutieren? Ich glaube, 10 Jahre ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit in die Zukunft gegriffen. Es ist heute wirklich schwer, irgendwelche Einschätzungen zu machen. Aber in 5 Jahren fangen wir mal vielleicht bei Ihnen an, Herr Pfleger. Was glauben denn Sie, was sind einerseits die großen Themen, Herausforderungen in 5 Jahren, und wie weit sind diese Stichwort Daten, Cloud, diese Themen, die wir heute besprochen haben, schon in der breiten Masse angekommen? Also auf jeden Fall in der breiten Masse wird das Thema angekommen sein. Noch einmal wieder ein Hype-Vokabular zu verwenden. Ich sage immer, ich bin irgendwie so ein Fleisch geworden, Industrie 4.0, weil ich auch aus der Produktionswelt komme. Ich ändere das jetzt. Ich bin jetzt Bewohner des Industrial Metaverse, habe ich gelernt letzte Woche. Aber auch Spaß zur Seite oder beiseite. Es gibt dort schon eine Vision, die ich sehr spannend finde. Und wenn sich ein CEO der Siemens, der Nvidia und BMW vor die Kamera stellen und gemeinsam eine Vision präsentieren, dass sie das nächste BMW-Werk in Debrecen, das in 5 Jahren in Betrieb physisch, ne, was will man schon sagen, physisch in Betrieb gehen soll, in den nächsten 6 bis 12 Monaten digital bauen werden
und dort die Prozesse die Prozesse verbessern, optimieren, während bevor noch ein einziges Auto oder eine einzige Maschine dort steht. Roboter dort in dem Metaverse, Robotern, die dann in die gleiche Software einspielen, wie es dann in Zukunft auch bei den physischen Robotern passiert wird, um das zu testen, dann ist es zumindest eine Vision, die sehr spannend ist, die faktisch nichts anderes ist wie ein digitaler Zwilling, aber halt eine Idealform des digitalen Zwillings, wo man dann auch Simulationen im Vorfeld machen kann. Das finde ich von einer Vision sehr spannend. Und ich denke, dass man in 5 Jahren, der Begriff Industrie 4.0 ist für mich sehr stark geprägt mit der Digitalisierung. Das heißt, mal wirklich etwas zu digitalisieren, die Daten zu digitalisieren, die einmal zu bekommen. Und der nächste Schritt ist wirklich daraus dann echte Simulationen zu machen, mit einer, in einem Metaverse eben die physikalische Welt modelliert ist, mehr oder weniger. Und ich vom Hallendach bis zu den Handgriffen, die dort gemacht werden in der Fabrik, zu simulieren, finde ich zumindest eine sehr spannende Vision, die ich denke auch in 5 Jahren etwas ist, wo wir vielleicht darüber diskutieren. Frau Moser, sehen Sie auch die Zukunft im Metaverse oder wie schaut Ihre Vision da aus? Also das ist definitiv ein ganz wichtiges Thema, aber ich habe gewusst, dass der Andreas das bringt. Darum habe ich jetzt andere Dinge, die ich in der Zukunft sehe. Das eine ist mal, ich habe ganz am Anfang diesen DESI-Index erwähnt und dass Österreich da ganz schlecht ist beim Thema Datennutzung, Big Data bei den Unternehmen. Da ist mein ganz großer Wunsch, dass Österreich da führend ist. Wenn wir das hinkriegen, dann ist Innovation noch ganz stark in Österreich gelandet. Das wird uns in der Zukunft helfen. Das hilft uns auch heute schon. Also das ist mehr ein Wunsch und eine Hoffnung. Das andere ist, ich glaube, dass die Energiekrise jetzt möglicherweise ein ähnlicher Motor ist für das Thema Nachhaltigkeit, wie es das die Pandemie war für das Thema Digitalisierung und eine neue Form des Arbeitens. Da sind wir ja quasi ungewollt, aber dann haben wir bemerkt, in Richtung Homeoffice geschlittert und haben aber dann bemerkt in weiten Bereichen, dass das eigentlich recht praktisch auch sein kann, trotz all der Herausforderungen. Ich glaube, dass die Energiekrise uns jetzt einen ähnlichen Schwung und Schubs gibt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Es wird in 5 Jahren kein Unternehmen mehr geben, das nicht etwas zum Thema Nachhaltigkeit bewusst tut und ganz aktiv. Und das Dritte, was ich glaube, ist, wir reden jetzt momentan über so einzelne Datennutzungsprojekte im Unternehmen. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die das schon unternehmensweit denken. Ich glaube, in 5 Jahren sind wir einen Schritt weiter. Da denken wir nicht mehr innerhalb des Unternehmens und für das ganze Unternehmen, sondern mehr in einem Unternehmensnetzwerk und dass sich diese Datennutzung vom Unternehmen auch ausweitet zu den Lieferanten und zu dem Kunden. Und das wäre auch Innovation auf einem ganz anderen Niveau. Herr Parker, wie schaut Ihr Ausblick aus? Ich kann mit meiner Vorrednerin anschließen. Also ich glaube, was ein wichtiger Punkt sein wird, ist das Thema Gaia-X für uns alle. Also quasi die europäischen Spielregeln, wie wir Daten in der Cloud nutzen und das auch im Zusammenspiel mit unseren Lieferanten eigentlich uns erst dann ermöglicht, dann wirklich breiten Informationsaustausch über die Cloud zu realisieren. Also das glaube ich, dass uns das in 5 Jahren einen Reifegrad hat, dass man es nutzen kann. Und ich glaube, dass neue Technologien, wie es jetzt zum Beispiel KI, Machine Learning oder so ist, einfach einen breiten Einsatz in produzierenden Unternehmen finden und wir dadurch einfach auch nur mehr die Cloud brauchen, als wir sie jetzt haben. Ja, einfach als zumindest als Ressourcenthema, dass wir einfach die Cloud als Rechenressource einfach nehmen und dort einfach die Algorithmen packen und dann benutzen einfach und somit einfach Infrastruktur im Haus sparen. Das, glaube ich, sind die 2 wichtigen Themen. Herr Kempinger-Kreil, würden Sie uns würden Sie uns auch noch einen Ausblick geben? Ich denke, dass wir in der Zukunft aufgrund der starken Cloud-Nutzung zu selbstlernenden Datennetzen kommt, also dass das grundsätzlich
die Datennetze sehr stark selbstlernend sind und sich ja, der Mehrwert teilweise selbst generiert und somit ja, die Cloud uns schon eine gewisse Richtung vorgibt, was wir mit den Daten tun können, beziehungsweise eben selbst erkennt, worin der Mehrwert liegen könnte, beziehungsweise uns da einfach Hinweise liefert und über das quasi dann. Oh je, jetzt ist er wieder weg. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir gedacht, brechen wir das Ganze nochmal auf jeweils einen Satz herunter, um das Potenzial von Cloud und Daten nochmal ganz greifbar und sichtbar zu machen. Wann vielleicht jeder von Ihnen den Satz dann vervollständigt, Daten, ... um das Potenzial nochmal konkret darzustellen. Herr Pfleger, wollen Sie anfangen? Nicht. Jetzt habe ich habe so wenig Zeit zum Nachdenken. Ja, genau. Vielleicht haben wir die. Daten, einmal noch kurz für mich, noch einmal der Satz Daten und dann. Daten können, ... Produktionsdaten werden in Zukunft, ... Dass also, jeder vielleicht einfach nur mal so ein kleines Statement abgibt. Ja, also für mich ist das Thema Daten immer noch, gerade im Produktionskontext, Potenzial, das wir rund um die Gesamtanlageneffektivität uns kümmern können, diese Kennzahl. Das heißt, rund um Verfügbarkeit, rund um Qualität, rund um Leistung, dass es dort Potenziale gibt, die wir datengetrieben heben können. Einerseits erstens sichtbar machen und zweitens heben können. Frau Moser, Sie haben ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt. Ist Ihnen schon was eingefallen? Der Herr Kollege ist aus Linz wieder da. Nein. Daten bringen definitiv mehr Innovation ins Unternehmen. Mechanisch ist schon ganz viel ausgereizt. Das ist der nächste Schritt und die nächste Möglichkeit, was in der Produktion zu verändern und was zu verbessern und dadurch mehr Platz und Raum für Innovation zu geben. Vielen Dank, Herr Parker. Ja, also ich glaube, dass Daten uns einfach, Daten werden mehr Transparenz schaffen, noch mehr als sie es jetzt tun. Und ich glaube, sie werden uns auch ermöglichen, dass wir nachhaltiger weiter produzieren. Ja. Herr Kempinger-Kreil, Sie hören uns, glaube ich, wieder. Würden Sie uns noch einen Ausblick geben? Können Sie da nochmal von vorn quasi anfangen, ja, wo Sie uns in 5 Jahren sehen oder Sie, Ihre Firma? Also ich sehe die Cloud dahingehend, dass wir da in uns eine Multi-Cloud-Infrastruktur bewegen werden, dass es sehr viele verschiedene Clouds geben wird und die untereinander selbstlernend als Datennetzwerk miteinander verbunden sind und sich quasi selbstgehend heraus, ja, wie jetzt eine Art künstliche Intelligenz, wobei das wahrscheinlich in der Form das Wort übertrieben ist, ja, sich selbst beibringen, die Nutzenpotenziale und die Möglichkeiten uns aufzeigen. Also das, denke ich, wird da verstärkt in diese Richtung gehen, wo wir uns da in 5 Jahren noch einmal drüber unterhalten werden. Ja. Und heruntergebrochen auf einen Satz, worin sehen Sie das größte Potenzial, das uns Daten liefern können? Daten können bisher versteckte Unternehmenspotenziale aufzeigen und diese für die Unternehmen dann auch nutzbar machen. Perfekt, danke vielmals. Ja, und wir haben jetzt einen Nobelpreisträger in Österreich, ein anderer Nobelpreisträger, und zwar Ronald Coase, ein britischer Wirtschaftswissenschaftler, hat einmal gesagt, wenn man die Daten lange genug quält, gestehen sie alles. Ich denke mal, wir wollen heute keinen mehr quälen. Ich sage danke fürs Mitdiskutieren, danke für Ihre Beiträge. Liebe Grüße auch nach Linz. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke fürs Zuschauen und fürs Mitdiskutieren und noch einen schönen Nachmittag. Tschüss, Wiederschauen. Wiederschauen.